Akkordspiel wird der Pianist mit einigen Problemen konfrontiert. Das größte Problem ist meistens, dass die Akkorde nicht zusammenklingen. Es braucht eine gewisse Stabilität in der Hand, damit ich drei Töne bzw. vier zusammen anschlagen kann. Dazu kommt noch als weiteres Problem, dass man oft manche Stimmen stärker spielen muss. Das heißt zum Beispiel bei Chopin, dass ich die Oberstimme Piano spielen soll und was darunter ist Pianissimo. Wir haben eine stärkere und eine schwächere Hälfte in der Hand. Die stärkere Hälfte liegt beim Daumen und die schwächere beim kleinen Finger. Ja? Für das Spiel der Akkorde möchte ich jetzt eine Übung zeigen. Wir möchten die wichtigsten Stützen der Hand stärken, also das heißt den Daumen, dritten und fünften Finger. Aus diesem Zweck habe ich hier eine kleine Übung aufgeschrieben. Ich setze die Hand auf die weißen Tasten mit dem Handballen und schlage zunächst mit der stärkeren Hälfte der Hand an, Fis und Eis. Anschließend verlagere ich das Gewicht auf diese beiden Töne, auf die Tasten. Dieselbe Übung für die schwächere Hälfte der Hand, 3, 5 und die Kontrolle. Jetzt verbinde ich die drei Töne, Cluster, schlage ich Fis, Eis, Cis zusammen an. Diese Übung selbstverständlich mit beiden Händen. Eine gute Übung für die Fingerstabilität ist auch, wenn ich Akkorde spiele, drei Klänge zum Beispiel, und anschließend stehe ich auf mit einem starken Druck auf die Taste. Ich schlage nicht nur nach unten an, sondern ich ziehe den Akkord gegen mich, ein bisschen mit der Hand. Oder bei Liszt kann man das auch im Konzert sehen, dass man die Akkorde eigentlich aus der Taste herauszieht. Thank you.
Ich werde dreistimmige Akkorde spielen, jeweils einen Ton betonen, laut spielen und die beiden anderen Stimmen leise in verschiedenen Lagen. Zunächst spiele ich mit dem kleinen Finger Forte, mit dem Arm und mit dem dritten und Daumen leise Piano. Anschlag, wenn ich den Akkord alle drei Töne zusammen anschlage, muss ich darauf achten, dass der fünfte Finger kräftiger gestützt ist als der dritte und der erste. Also die Dreistimmigkeit wird trainiert. Genauso kann ich das mit dem dritten Finger üben. Forte, Anschlag mit dem dritten, Piano, der Daumen und kleine Finger. Beim Daumenanschlag setze ich das ganze Gewicht in die Taste und beim Anschlag mit den restlichen Fingern, also 3/5 in diesem Fall, möglichst empfindlich mit dem Finger. Ich wähle C-Dur für beide Hände, denn das ist eine körpernahe Lage, bequem zu üben. Ich lasse das Gewicht in die Taste fallen, die Finger sind vorstabilisiert. Es darf Forte sein, auf 1 bewege ich das Handgelenk bzw. Unterarm nach oben, auf 2 geht das Handgelenk Unterarm nach unten, auf 3 nach innen und nach oben, also die rechte Hand nach links, linke Hand nach rechts. Auf 4 bewege ich mich nach außen und dann komme ich wieder zurück in die Ausgangsposition und kann die Hand für den nächsten Anschlag vorbereiten und wieder in die Taste fallen lassen. Nochmal schnell Anschlag, hoch, tief, links, rechts, Vorbereitung. Und so weiter. Diese Übung kann man in verschiedenen Kombinationen üben, zum Beispiel rechte Hand C, D, G, C, F, E und ein Cluster spielen, alle 5 Töne, linke Hand C, D, G, C, F, G und Cluster. Thank you.